wir euch heute beantworten. Die erste Frage ist, was ist eigentlich Kollagen? Wie wirkt der Wirkstoff Kollagen? Wie kann ich den integrieren in meine Pflegeroutine? Und auch bei welchen Hautbedürfnissen werde ich diesen Inhaltsstoff verwenden? Also vier Fragen, die absolut berechtigt sind. Ich weiß das auch oft nicht und ich nerv dann immer Leonie. Und Leonie ist heute da, um diese vier Fragen zu beantworten. Ich würde sagen, wir starten gleich mal rein. Was ist denn Kollagen? Hat jeder schon mal gehört, aber man ist sich dann doch oft nicht sicher. Absolut. Ja, die Frage nach dem, was ist Kollagen, möchte ich gerne so beantworten. Kollagen ist eigentlich das wichtigste Strukturprotein in unserer Haut. Eine ganz, ganz große Anzahl an Wirkstoffen befinden sich ja auch in unserer Haut, Hyaluron zum Beispiel, aber Kollagen hat wirklich den größten Anteil in unserem Bindegewebe und sorgt in unserer Haut für Struktur. Das heißt, wenn ihr euch eine pralle, eine straffe, eine konturierte Haut wünscht, dann achtet wirklich darauf, dass Kollagen in genügendem Maß in eurer Haut vorhanden ist oder führt es eben über Cremes, über Serien, über Wirkstoffe und Ampullen eure Haut eben gerne wieder zu. Also ihr merkt, Kollagen ein wichtiger Stoff. Ich war ganz schockiert, genau, als Leonie mir erzählt hat, dass es ab 25 abgebaut wird im Körper. Umso wichtiger ist es dann, dass man wieder zuführt, beziehungsweise der Haut diese Aufpolsterung auch von außen wieder gibt. Genau. Und hier kommt dann auch schon die nächste Frage ins Spiel. Wie wirkt denn Kollagen, wenn ich es dann auftrage auf die Haut? Genau. Also man hat bei Kollagen zwei unterschiedliche Möglichkeiten, wenn es um die Wirkung geht. Auf der einen Seite können wir die hauteigene Kollagensynthese, also das, was an Kollagen in unserer Haut produziert wird, die können wir ankurbeln, die können wir anregen. Und das machen wir eben über Pflegeprodukte. Auf der anderen Seite können wir von außen Kollagen auf unsere Haut wieder zuführen. Das heißt, da kommt dann wirklich Kollagen als Wirkstoff, der biotechnologisch hergestellt wird, auf unsere Haut und baut sich eben dann in unsere Bindegewebstruktur ein und wirkt dadurch eben glättend, faltenreduzierend. Kollagen ist aber auch ganz besonders wichtig, wenn ihr Feuchtigkeit in eure Haut bringen wollt, weil Kollagen eben auch wie so ein Mantel um Hyaluron sich herumlegt und dadurch Feuchtigkeit in der Haut besser gespeichert wird. Klingt nach einem sehr coolen Inhaltsstoff. Absolut. Ich habe Kollagen bis jetzt noch nie verwendet, aber ich glaube, nach dieser Show werde ich auch anfangen. Das bringt mich zu meiner nächsten Frage, eine Frage, die relativ häufig gestellt wird bei uns auch auf Instagram und auf Facebook. Da könnt ihr uns übrigens folgen auf Judith Williams Cosmetics, Facebook und Instagram. Bei welchen Hautbedürfnissen kann ich denn Kollagen verwenden, beziehungsweise was kann ich tun, wenn meine Haut ein bisschen eingefallen ist? Das sind auch immer die Fragen, die kommen. Absolut, das ist natürlich absolut verständlich, weil jeder möchte eine pralle, eine glatte Haut. Jeder wünscht sich eine schöne Gesichtskontur und wünscht sich wirklich eine Haut, die an der Oberfläche super glatt und ebenmäßig ausschaut. Und wenn das eure Themen sind, wenn ihr sagt, ich habe immer das Gefühl, dass meine Haut leicht faltig ist, dass die Haut einfällt, vor allem im Wangenbereich, dass rund um die Augen die Haut sehr dünn ist, die Elastizität auch nicht mehr gegeben ist oder zum Beispiel rund um die Augenpartie die Augenbraue so ein bisschen absackt. Wenn das die Themen sind, dann ist Kollagen genau der richtige Wirkstoff. Und das sind eben diese Hautbedürfnisse. Wir wollen mit Kollagen unsere Haut straffen. Wir wollen die Gesichtskontur stärken. Wir wollen aber vor allem auch Feuchtigkeit speichern. Das heißt, wenn euer Hautthema eine sehr trockene Haut ist, dann denkt nicht nur an feuchtigkeitsreiche Wirkstoffe oder feuchtigkeitsspendende Wirkstoffe, sondern versucht es wirklich auch mal mit Kollagen, weil das hilft eurer Haut auch ganz speziell dann wirklich die Feuchtigkeit besser zu speichern. Und wenn es dann darum geht, natürlich unterschiedliche Hautbereiche, die Augenpartie, die Gesichtskontur, die T-Zone zu pflegen, dann ist Hyaluron immer der Feuchtigkeitsspender und das Kollagen, das wir dazugeben, hilft dann wirklich diese Feuchtigkeit dann auch langanhaltend in unsere Haut dann wirklich auch jugendlich einzubauen. Das heißt, wenn euer größter Wunsch, euer größtes Hautthema jugendliche, pralle, glatte Haut ist, dann sollte Kollagen bei euch in der Pflegeroutine immer mit integriert sein. Ab 25 schon, weil da beginnt sich dann jedes Jahr ungefähr 1% des Kollagens in unserer Haut auch wieder abzubauen. Ein super Tipp. Diese Fragen kommen eben ganz häufig bei uns in der Community. Also ihr seht, egal welches Alter, ab 25 ist das ein schöner Inhaltsstoff, um den zu integrieren in der Hautpflege. Und wir haben euch jetzt fünf Produkte sogar ausgesucht, wo Kollagen drin ist und
die könnt ihr auch in eure Pflegeroutine kombinieren. Genau. Ihr müsst nicht alle verwenden. Natürlich, die Wirkung ist umso besser, wenn man alle verwendet. Leonie hat mir aber auch gesagt, man kann ganz schön auch nur ein Produkt verwenden. Und ein Produkt, das da herausgestochen sind, sind diese Ampullen. Ampullen sind ja so ein Thema. Wir kriegen viele Fragen, wie verwende ich Ampullen? Wann verwende ich die Ampulle in meiner Pflegeroutine? Und Leonie zeigt euch hier mal, wie ihr die Ampulle anwenden könnt. Ihr öffnet die Ampulle, den Applikator setzt ihr auf die Ampulle rauf und dann habt ihr oben hier den Verschluss und damit könnt ihr dann direkt die Ampulle auf eure Haut auftragen. Aber lasst uns doch zuerst mal ganz kurz darüber sprechen, wie wirken Ampullen und wie wirkt das Kollagen in der Ampulle. Wir haben hier für euch eine 7-Tage-Kur. Hier oben sind die Produkte dann eingeblendet und wenn ihr auf den Icon des Produktes draufklickt, dann wandert das Produkt direkt in euren Warenkorb und ihr könnt dann zu Hause mit eurer Ampullenkur starten. Ampullen sind nach der Reinigung immer die ersten Wirkstoffe, die ihr aufträgt, weil sie sind komplett frei von Öl und ziehen dadurch super gut in die Haut ein. Und wir machen gerne ungefähr 2-mal im Jahr eine Ampullenkur, zumindest mache ich das dann immer so. Theresa, nimmst du auch mal zwischendurch Ampullen, um deine Haut zu stimulieren? Seit ich bei Judith angefangen habe zu arbeiten, ich bin jetzt im 5. Jahr, mache ich das auch. Ich habe, wenn ich ganz ehrlich bin, davor noch nie von Ampullen gehört und war auch, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen verwirrt, weil ich nicht wusste, wann ich sie anwende. Du hast mir dann gesagt, ich wende das an direkt nach der Reinigung und nach dem Toner. Ganz genau. Direkt nach der Reinigung, direkt nach dem Toner tragt ihr die Ampulle auf. Also noch bevor Serum oder Konzentrat auf eure Haut draufkommt. Und am besten wirklich direkt mit dem Applikator auf die Haut auftupfen. Das heißt, nicht zuerst in die Finger und dann draufgeben, sondern wirklich direkt mit dem Applikator rund um die Augen, auch auf die Oberlippe, in die Nasolabialfalte, weil der Ampullenwirkstoff ist so hoch konzentriert und so wertvoll, dass eure Haut wirklich alles direkt aufnimmt. Ampullen nehme ich gerne entweder in der Früh, gerade bei Kollagenampullen ist es aber so, dass ich euch empfehle, die Ampulle abends aufzutragen, weil da regt ihr dann die Kollagensynthese extrem gut damit an. Und ich sage wirklich immer, so eine 7-Tage-Kur für eine Ampulle, mit einer Ampulle ist wirklich wie ein super Recharge, also ein richtiges Auffüllen, wieder aufladen eurer Hautbatterien und in dem Fall wirklich das wieder ankurbeln der Hautsynthese mit Kollagen. Also wenn ihr unter einem Spannkraftverlust leidet, wenn ihr das Gefühl habt, eure Haut hat so einen Altersschub, gerade auch nach dem Winter, nach dem Frühjahr, nach der Trockenheit der Luft einfach auch durchgemacht, dann arbeitet am besten auf eurer Haut mit der Ampullenkur. Ihr werdet extrem gute Effekte damit sehen. Also ich höre gerade raus, 2-mal im Jahr. Und du hast jetzt gesagt, nach dem Winter oder nach dem Sommer. Das heißt, eine Ampullenkur im Frühling und im Herbst ist eigentlich ideal, oder? Im Winter nach der Trockenheit und der Heizungsluft Kälte und im Sommer nach der Sonne und nach dieser ganzen Hitze, die Haut erfährt. Absolut. Das sind ja wirklich auch Themen, die unsere Haut strapazieren und unsere Haut auslaugen. Das heißt, sowohl die Sonne als auch die Kälte als auch die Heizungsluft sind für unsere Haut eine große Belastung. Unsere Haut verliert Feuchtigkeit, unsere Haut leidet einfach auch darunter, dass die Kollagenproduktion dann wirklich so ein bisschen gedrosselt wird und unsere Haut einfach wie so einen Altersschub bekommt. Und mit so einer Ampullenkur kann ich wirklich wie einen super Auffüller für meine Haut herstellen und dadurch die Haut richtig ankurbeln und so einen richtigen Superboost dann wirklich machen, um meine Haut wieder zu aktivieren. Also ihr gebt der Haut einen Boost und ihr schützt sie. Und um zu dem Thema Schutz zu kommen, gehen wir gleich zum nächsten Produkt, nämlich zu unserem Vitamin C Serum. Vitamin C gibt der Haut ja auch ein bisschen Schutz und ist auch besonders geeignet im Sommer, hast du mir erzählt. Absolut, dankeschön. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was hat denn Vitamin C und Kollagen miteinander zu tun? Und ich muss euch wirklich sagen, Vitamin C und Kollagen sind zwei Wirkstoffe, die sich extrem gut ergänzen, weil auf der einen Seite das Vitamin C unser hauteigenes Kollagen schützt. Das heißt, wenn ihr wirklich diese hauteigene Straffung und Glättung bewahren wollt, dann arbeitet mit Wirkstoffen wie Vitamin C, weil die schützen davor, dass das Kollagen in der Haut brüchig wird. Ihr könnt euch Kollagen so ein bisschen wie ein Gerüst vorstellen. Und im Laufe der Zeit, im Laufe des Alterns, wird dieses Gerüst immer brüchig und manche Stellen, manche Verbindungen beginnen zu bröckeln und dadurch wird unsere Haut eben eingefallen und kriegt
so ein Altersschub. Und mit Vitamin C könnt ihr diese Brüchigkeit des Kollagens aufhalten. Und auch hier zeige ich euch mal die Konsistenz, weil die ist super leicht und erfrischend und dementsprechend perfekt auch für den Sommer geeignet. Dieses Serum beinhaltet Vitaminperlen und in der Formulierung der Perlen ist Vitamin C und Vitamin E beinhaltet. Und auch diese Vitamine regen die eigene Kollagenbildung an und sie restrukturieren auch das Hautbild. Also ein sehr schönes Allrounder-Produkt, besonders im Sommer. Es duftet auch sehr schön, ohne jetzt zu overpowering zu sein, also dass man das auf der Haut zu sehr merkt. Also das verfliegt dann auch wieder. Und ihr werdet sehen, es ist ein tolles Produkt auch unter dem Make-up, weil wir auch immer wieder die Frage bekommen, welches Serum kann ich denn anwenden unter dem Make-up. Ihr könnt, wenn ihr fettige Haut habt, auch nur dieses Serum anwenden. Braucht auch nicht unbedingt eine Pflege darüber. Aber wenn ihr so wie ich eine Haut habt, die ein bisschen trockener ist, ich gebe dann über diesem Vitamin C Serum auch natürlich gern noch eine Creme. Genau. Und wir haben in diesem Vitamin C eben so kleine Kügelchen, kleine Perlen eingearbeitet. Das sieht man hier sehr, sehr gut durch diesen transparenten, durch diese transparente Verpackung. Ist übrigens Airless. Was bedeutet Airless? Das heißt, der Wirkstoff wird wirklich frisch für euch aktiviert. Und diese kleinen Perlen sind gefüllt mit Vitamin C, mit Vitamin E. Das hat die Theresa schon erklärt. Und erst in dem Moment, wo ihr das Produkt dann euch anspendet, auf eure Haut aufträgt, wird das Vitamin C aktiviert. Und das ist ganz besonders wichtig, um wirklich eine Stimulierung der Kollagensynthese eben auch herzustellen, weil das Vitamin C eben frisch auf eure Haut aufträgt. Diese Linie ist geeignet für anspruchsvolle Haut, also für Haut, die ein bisschen mehr Pflege braucht. Wir haben hier sehr reichhaltige Formulierungen, ohne zu fettig zu wirken und zu sehr, dass sie auf der Haut aufliegen. Das finde ich auch ganz schön an den Produkten von Judith, dass sie zwar darauf achtet, dass sie sehr reichhaltig sind, man aber nicht gleichzeitig das Gefühl hat, es wirkt pappig und zu viel auf der Haut. Absolut. Und alle unsere Produkte sind frei von Mineralölen, frei von Parabenen und Silikonen. Und wir sind natürlich auch vegan. Das heißt, ihr könnt auch sicher sein, dass Kollagen, das wir verwenden, ein biotechnologisch hergestelltes Kollagen ist und dementsprechend eben nicht tierischen Ursprungs ist und damit perfekt von der Haut aufgenommen werden kann. Genau. Und wir kommen jetzt gleich zum nächsten Produkt. Dieses Produkt ist ein absoluter Bestseller. Ich bekomme so viele Nachrichten auf Instagram und auf Facebook, weil diese Creme super gut geeignet ist für unter die Augen, besonders wenn ihr gern Concealer verwendet oder auch mal so wie ich dunklere Augenringe habt, ist diese Creme ganz toll, weil man kann sie auftragen. Es verwischt nicht die Mascara und sie hat einen tollen Preis. Sie kostet 10,90 Euro. Und ihr bekommt 15 Milliliter und ihr kommt mit dieser Creme ewig aus. Also ich habe die auch sehr gerne in Verwendung, auch wenn sie für reifere oder anspruchsvollere Creme ist, das Haut ist. Das heißt einfach nur, dass sie der Haut extra viel Pflege gibt, was bei mir, bei meiner trockenen Haut oft einfach nötig ist. Kollagen ist ja rund um die Augen besonders wichtig, weil die Haut rund um die Augen und auch auf dem Oberlid ist sehr dünn und das bedeutet einfach, dass das Kollagengerüst in dem Bereich der Haut einfach schneller brüchig wird. Das heißt, wenn ihr zu dunklen Augenschatten neigt, wenn ihr immer Schwellungen rund um die Augen habt oder eben eure Augenpartie immer sehr müde oder strapaziert aussieht, dann ist das wirklich die perfekte Augencreme und ihr könnt euch wirklich sicher sein, dass eben keine Kriechfette mit drin sind. So ist es eben dann auch wirklich gut geeignet für jemand mit sehr sensibler Augenpartie und eben auch mit jemand, der für jemand, der wirklich auch Empfindlichkeiten rund um die Augen hat. Ein super schönes Produkt. Wir haben also angefangen nach der Reinigung mit unseren Ampullen, sind dann gefolgt mit unserem Serum und haben jetzt die Augencreme aufgetragen. Genau. Und jetzt haben wir noch zwei Cremes, eine Tages- und eine Nachtcreme. Zu dem Thema haben wir auch schon mal ein Live gemacht. Könnt ihr mal schauen auf judywilliams.com/live. Leonie hat mir erklärt, was denn die Unterschiede sind zwischen Tag- und Nachtpflege. Und ich würde sagen, vielleicht erklärst du uns zuerst die Tagescreme. Sehr gerne. Danke, Theresa. Ja, Tages- und Nachtpflege kann man wirklich wunderbar trennen und sollte man natürlich auch. Man sollte wirklich eine Pflegeroutine für den Tag haben und eine Pflegeroutine für den Abend. Am Tag ist es so, dass unsere Haut vor allem eben geschützt werden muss. Geschützt vor Umwelteinflüssen, geschützt vor Feuchtigkeitsverlust und natürlich, und das ist in dem Fall ganz besonders wichtig, das Thema, geschützt vor dem Verlust an hauteigenem Kollagen. Das heißt, untertags schafft ihr es mit einer schön erfrischenden
erfrischenden, leicht nicht komedogenen Pflege das hauteigene Kollagen, also das Gerüst unseres Bindegewebes, zu schützen und zu stabilisieren. Und auch hier haben wir wieder eine Creme, die super gut in der Konsistenz einzieht, sehr leicht ist, sehr erfrischend ist und eben auch nicht die Poren verstopft und dementsprechend sehr gut auch geeignet ist für eine Mischhaut oder eine großporige Haut. Ihr seht die Produkte auch oben eingeblendet. Es kommen ja immer wieder Fragen. Ich sehe die Produkte nicht. Wenn ihr jetzt auf Facebook oder auf YouTube zuseht, kommt doch auf judithwilliams.com/live. Da könnt ihr mit uns chatten. Unser Expertenteam ist für euch da und ihr seht die Produkte auch oben eingeblendet. Könnt sie schon dem Warenkorb hinzufügen oder einfach mal draufklicken und schauen, wenn wir was vergessen haben oder wenn ihr nochmal nachlesen möchtet. Also eine tolle Möglichkeit. Leonie zeigt euch jetzt gerade, wie die Creme schön einzieht und man bekommt da auch einen schönen Glow auf der Haut. Absolut. Kollagen ist natürlich auch immer dafür da, unsere Haut zum Strahlen zu bringen. Ihr könnt euch vorstellen, Kollagen ist ein Protein, ein Strukturgeber unserer Haut. Und wenn unsere Haut glatt und prall und ebenmäßig ist, dann hat sie natürlich auch immer eine andere Ausstrahlung. Und dieser Glow, den ihr bekommt, habt ihr eben durch diese speziellen Texturen, die eben unsere Haut sehr fein und sehr geschmeidig machen, aber eben nie fettig auf der Oberfläche liegen. Das heißt, ihr habt eben wie ein mattes Finish, das sich auch so ein bisschen auf eure Haut legt, aber gleichzeitig ein sehr, sehr schönes Strahlen auch gibt. Da haben wir ein sehr schönes Feedback bekommen zu dieser Creme. Wir haben 96% der Anwenderinnen, die diese Creme getestet haben, haben ein glatteres Hautbild bestätigt. Also das ist doch eine schöne Bestätigung auch für Judith und für unser Produktmanagement-Team, die natürlich sehr lange an so einem Produkt arbeiten. Wir haben jetzt neben der Tagescreme eine Nachtcreme, die ist relativ neu bei uns im Sortiment. Ihr habt euch gewünscht, dass wir noch ein bisschen eine reichhaltigere Creme bringen, einfach die Haut schützt, am Abend regeneriert und der Haut einfach noch diesen Kick zurückgibt über Nacht. Die kostet 12,90 Euro für 50 Milliliter. Ein schöner Einstiegspreis, finde ich. Ein Produkt, das man auch bei reifer oder bei anspruchsvoller Haut, glaube ich, braucht, weil man über Nacht, wie du sagst, einfach der Haut noch mal ein bisschen mehr zurückgeben kann. Ganz genau. Untertags schützen wir unsere Haut und in der Nacht geht es wirklich um die Regeneration. Das heißt, wir füllen die Speicher wieder auf, wir versorgen sie mit Feuchtigkeit und wir kurbeln die hauteigene Synthese der Kollagenwirkstoffe oder des Kollagens in unserer Haut extrem stark an. Das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, ihr schlaft, ihr ruht euch aus, dann arbeitet eure Haut wirklich auf Hochtouren, die powert richtig, um wirklich die eigene Kollagensynthese anzuregen. Und die Wirkstoffe in unsere Nachtcreme unterstützen sie dabei. Das heißt, wir führen auf der einen Seite Kollagen unserer Haut wieder zu und auf der anderen Seite stimulieren wir eben, dass diese Kollagensynthese wirklich wieder ein pralles, glattes Hautgerüst erzielen können. Und Nachtcremes sind eben immer ein bisschen reichhaltiger. Das heißt, eine Nachtcreme ist auch wirklich da, wie so einen Schutzfilm auf der Haut herzustellen, aber nicht Film im Sinn von, dass sie auf der Oberfläche liegt, sondern das Kollagen in der Tiefe wirklich schützt, dass es sich sehr, sehr gut regenerieren kann. Und auch da zeige ich euch gleich mal die Konsistenz, weil, wie die Theresa schon gesagt hat, ihr habt euch wirklich noch mal eine reichhaltigere Creme gewünscht. Für uns ist aber vor allem immer wichtig, reichhaltiger bedeutet nicht fettiger oder öliger, sondern reichhaltiger bedeutet vor allem nährender, aufbauender und regenerierender. Und somit könnt ihr all unsere Kollagenpflegen und vor allem auch die Nachtpflege bei jedem Hauttyp verwenden. Und das heißt, egal ob ihr empfindliche oder sensible Haut habt oder eben großporige Mischhaut oder fettige Haut, die Pflege ist perfekt dafür geeignet. Ihr festigt mit dieser Creme eigentlich die Haut und zusätzlich wird die Hautoberfläche auch sichtbar verfeinert. Also Kollagen hat nicht nur den Effekt, dass es die Haut aufpolstert, sondern es verfeinert auch die Haut und es verbessert die Hautelastizität. Also es regeneriert die Haut, wie die Leonie gesagt hat. Und auch hier haben wir ganz ein tolles Ergebnis bekommen bei unserer Umfrage, bei unseren Probandinnen oder Testerinnen, die haben gesagt, es bestätigt deutlich die verbesserte Hautfestigkeit und das haben über 91% gesagt. Also ich finde es immer sehr schön, wenn man auch Feedback bekommt von unseren Kundinnen und von unseren Testerinnen. Das freut uns natürlich immer. Und ich möchte euch noch gerne eines mit auf den Weg geben. Natürlich, unsere Kollagenaktivlinie hat einen wunderbar schönen Duft. Ich kann euch wirklich sagen, es fühlt sich nicht nur toll an auf der Haut und da auch ein großes Dankeschön an jeden, der uns Feedback gibt. Es riecht auch wunderbar. Also gerade Kollagenaktiv hat einen schönen, frischen, fruchtigen Duft und ist vor allem auch eben so, dass sie die Haut ja nicht überladet, sondern die Haut wirklich arbeiten lässt und trotzdem dann gleichzeitig hochintensiv und wirksam pflegt.
Ja, vielen Dank, Leonie, für die ganzen Infos. Gerne, Ich hoffe, Theresa. wir konnten eure Fragen gut beantworten. Es ist ja ein Thema, das immer wieder kommt. Jetzt habt ihr einen Platz, wo ihr mal wieder nachschauen könnt und immer wieder euch Infos holen könnt. Wenn es noch mehr Fragen gibt, ihr wisst, ihr findet uns auf Facebook und auf Instagram als Judith Williams Cosmetics. Wir sind gerne für euch da. Und übrigens gibt es auch Online-Kosmetikberatungen. Wenn ihr auf judithwilliams.com geht, genau, haben wir zwei liebe Ladies, Kim und Bernadette, die mit euch live kostenlos und online Kosmetikberatungen durchführen. Dort werdet ihr angerufen und ihr bekommt eine Hautanalyse, ein super kostenloses Tool. Da könnt ihr euch gerne einschreiben. Also wenn ihr mehr Fragen habt oder genauere Beratung haben möchtet von unseren Expertinnen, jederzeit gerne. Bis dahin würde ich sagen, tschüss, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns hoffentlich ganz, ganz bald wieder hier auf judithwilliams.com. Auf alle Fälle. Ich wünsche euch noch alles, alles Gute, viel Spaß bei der Hautpflege und Theresa und ich überlegen uns die nächsten